Hallo, ihr da drinnen, seid ihr schon eingestaubt? Es ist tatsächlich so, dass ich diese Kamera seit Ewigkeiten nicht mehr in der Hand hatte, beziehungsweise neulich nur ganz kurz im Stall. Ja, aber deswegen herzlich willkommen zurück in einem Vlog. Ich bin Eva und viel Spaß. Genau, viel Spaß mit wo auch immer. Mit was auch immer. Oh Gott. Nein, es ist tatsächlich so, wir haben gerade, ich habe die Kalenderwochen nicht mehr im Blick. Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Ich weiß nicht, welche Kalenderwoche wir haben. Aber es startet in dieser Woche die Frankfurter Buchmesse 2017. Also eigentlich offiziell erst in der Woche von morgen, denn heute ist Sonntag. Und es ist ein wunderbar sonniger Sonntag, by the way. Genau. Nee, weil die Buchmesse startet, bin ich gerade dabei, so ein bisschen die Planung überhaupt mal anzugehen und Kameras rauszusuchen hier, ne, Akkus zu laden und Speicherkarten muss ich noch leer räumen. Also ich habe noch ein bisschen was vor, bevor es zur Frankfurter Buchmesse geht. Planung, Props an Martin, an den Buchwellenreiter, der ja immer ganz, ganz fleißig plant und mich an seiner Planung teilhaben lässt. Das heißt, ich gehe tatsächlich mit relativ wenig Plan auf die Buchmesse. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen den Veranstaltungskalender durchgeguckt, den ich übrigens mega unübersichtlich finde, wenn ich das mal so sagen darf. Habe ein paar Autoren gefunden, die sehr, sehr wichtig sind, dass ich sie treffe. Sowas wie Ursula Poznanski, Markus Heitz und Sebastian Fitzek und so. Wobei ich sagen muss, es sind ja im Normalfall Autoren, die ich sowieso standardmäßig überall treffe. Und Thomas Thiemaier ist auch dabei. Oliver ist dabei, aber das sind halt so die Autoren, die treffe ich mittlerweile standardmäßig. Deswegen habe ich mir da jetzt so nur mal grob angeguckt, wann sie Termine haben, dass ich zum Beispiel bei Ursula mitkriege, dass ich das neue Buch endlich mal vorgestellt bekomme. Ein paar Blogger-Treffen sind dabei, Drömer Knauer auf jeden Fall und ansonsten natürlich so die Booktuber-Treffen. Viel mehr Termine habe ich gar nicht fest. Die sind alle so ein bisschen offen, was ich allerdings gar nicht so schlimm finde, weil ja, ich eigentlich denke so, dass das Rüberschlendern und das Leute treffen so das Wichtigste ist. Also ich werde den Martin ganz viel sehen, ich werde die Anka ganz viel sehen, schon allein deshalb, weil wir im gleichen Hotel wohnen. Ich werde Michelle wieder treffen, ich freue mich ganz doll auf dich, Michelle. Ich werde auf jeden Fall ein paar Leute aus dem Stream treffen und die Emma ist natürlich auch wieder mit dabei. Also es sind auf jeden Fall so ein paar Treffen angesagt, die man dann irgendwie halt ohne Termin mal so an den Tagen realisieren muss. Da kann man halt einfach nicht so gut was jetzt im Kalender festmachen. Wenn sich da so ein bisschen ein Fenster auftut, dann ist das okay und sonst muss man da halt ein bisschen schieben. Aber es ist also ganz stark im Vordergrund, dieses Mal Leute zu treffen. Und naja, die anderen Termine, schon allein deswegen, weil ich sie nicht so gemacht habe, sind die eher so im Hintergrund. Es ist außerdem tatsächlich ja jedes Mal auf der Buchmesse so, dass man irgendwie immer, wenn man Leute trifft, nochmal von neuen Veranstaltungen erfährt und dann hier nochmal mit hingeht, da nochmal mit hingeht. Und das finde ich ganz, ganz schön. Dann trifft man nochmal wieder neue Leute, man kann mit ganz vielen Leuten quatschen und irgendwie ist das alles ganz, ganz locker. Und ich sehe das in diesem Jahr irgendwie super locker, weil ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich gehe einfach durch die Gänge, werde mir angucken, was da so los ist und dann ergibt sich der Rest des Tages schon. Es ist irgendwie, ich habe so gefühlt null Plan, aber gefühlt habe ich noch weniger Plan als sonst. Ich habe mir allerdings auch festgenommen, dass ich das für die Leipziger Buchmesse nochmal wieder ein bisschen ändere, dass ich da mal wieder anfange, ein bisschen mehr Termine zu machen und vorher auch in Kommunikation zu treten und so. Das habe ich ja jetzt, jetzt vorher gar nicht so gemacht. Aber ja, für dann ist das dann mal wieder der Plan. Und ja, was Abendveranstaltungen angeht, haben wir, glaube ich, auch bisher nur einen Tag, an dem wir abends noch mal unterwegs sind. Ansonsten weiß ich das gerade auch gar nicht. Ich weiß allerdings, dass leider so ein Stuttgarter Stammtischtreffen nicht drin sein wird, weil alle irgendwie die Abendplanung unterschiedlich verplant haben. Ich weiß allerdings, dass ich auf jeden Fall mit Martin einmal abends unterwegs sein werde zu einer Lesung. Und die Zimmerpicknicks, genau, das Zimmerpicknick im Hotel da ist ja auf jeden Fall auch geplant. Also es wird auf jeden Fall witzig werden. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich dieses Video einmal so als kleines Achtung Buchmesse-Ankündigungsvideo vorher hochladen werde. Das heißt, ihr dürft euch auf jeden Fall schon mal freuen auf den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag. Also nehmt den kleinen Finger da.
Ja, nehmen wir diese vier Finger. 4 Tage bin ich auf jeden Fall auf der Buchmesse. Ich werde den Mittwoch anreisen. Also ich werde irgendwann im Laufe des Mittwochs in Frankfurt ankommen und werde bleiben bis, ich glaube, Samstagmittag, Spätmittag, Frühnachmittag, irgendwie sowas, und werde mich dann wieder auf den Rückweg machen. Also ich bin 4 Tage da auf jeden Fall. Den Sonntag werde ich mir wieder sparen, weil es mir zu viele Menschen sind. Aber an diesen 4 Tagen bin ich auf jeden Fall in den Gängen anzutreffen. Heißt also, wenn ihr mich auf Stützen rumhumpeln seht und eventuell noch mit pinkeren Haaren, als was sie jetzt sind, dann quatscht mich gerne an. Ich habe kein gutes Gesichtserkennungsgehirn, also quatscht mich ruhig gerne an. Es kann sein, dass ich euch nicht erkenne, deswegen, ne? Ich bin ja nicht so unauffällig, also von daher fühlt euch da einfach frei. Genau, nein, aber ihr dürft euch freuen, dass von diesen 4 Tagen auch auf jeden Fall Videos kommen werden. Wie gesagt, Speicherkarten werden freigeräumt, Akkus werden aufgeladen. Und dann freue ich mich auf ein paar super tolle Tage mit ganz vielen tollen Menschen, die alle die gleichen Hobbys haben. Und ja, für mich ist das tatsächlich ein bisschen wie Urlaub. Also ich habe 3 Tage Urlaub tatsächlich von der Arbeit aus in meiner Ausbildung, und für mich ist Buchmesse tatsächlich Urlaub, weil ich einfach frei von den alltäglichen Sachen bin. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. So, jetzt habe ich allerdings genug gequatscht, habe euch ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, und jetzt bekommt ihr doch noch ein Video von mir in dieser Woche. Hahaha. Und genau, mit den Buchmesse-Videos geht es dann weiter, sobald ich mit dem Schneiden fertig bin. Und ich freue mich drauf, viele von euch zu sehen. Bis dahin!